Ja, und damit willkommen zurück zu Bioshock, einer weiteren Aufnahmesession. Wir sind hier... Wo sind wir denn eigentlich und wo müssen wir hin? Der Pfeil zeigt in die Richtung. Ich gehe trotzdem erstmal hier gucken. Wir kommen übrigens gerade aus der Aufnahme von... Amnesia, The Dark Descent. Und, komme ich gleich zu. Hoppers Drop ist das übelste Viertel in Rapture. Aber hier gibt's noch Wohnungen zu erschwinglichen Preisen. Als Atlantic Express die Luxus-Passagierlinie baute, wurde das Areal unterhalb ausgehoben, um Unterkünfte für die Arbeiter zu schaffen. Es sollte keine Wohngegend auf Dauer werden, aber wenn du in dieser Stadt pleite bist, ersäufst du nicht gerade in Möglichkeiten. Ich bleib nicht gerne länger als eine Stunde am Stück hier unten. Nirgendwo ist der Zug so abgefahren wie unter diesen Gleisen hier. Nirgendwo ist der Zug abgefahren wie unter diesen Gleisen hier. So, was haben wir denn hier? Können wir noch irgendwas hinzufügen? Wir haben ja noch einen Platz, aber wir haben kein weiteres Plasmide mehr übrig. Deswegen müssen wir mal schauen. So, ja, Amnesia. Uns ist Amnesia abgestürzt, wie ich einen Bohrer zusammenfügen wollte. Das Spiel ist einfach mal so abgekackt. Ja. Soll uns aber nicht daran hindern, dass wir jetzt erstmal ein paar Folgen im Petto haben, aufgenommen haben. Wir spielen es auf jeden Fall demnächst weiter. Was mir aber leider passiert ist, ich muss gucken, dass ich das so schnell wie möglich dann zusammengeschnitten kriege. Ich muss die Soundaufnahme, also beziehungsweise vom Livestream, meine Stimme und den Spielesound nehmen. Also ich muss es runterladen, weil ich vergessen habe, ich Trottel, die Mikrofonstimme von mir wieder zu aktivieren. Aber egal, das werde ich irgendwie hinbekommen. So, wo müssen wir denn hin? Hier lang? Oh, warte mal, was ist das denn hier? Okay, haben wir schon voll. So. Wo waren wir denn hier nochmal stehen? Was stand denn jetzt nochmal an? Ich hoffe, das hat keiner mitbekommen. So. Gegner-Alarm. Was? Was für ein Alarm? Ich hab... Ah, ja. Kriegen wir jetzt Besuch? Ach, ernsthaft? Hör auf damit. Ich muss übrigens erstmal in die Steuerung reinkommen. Ist gerade noch so ein bisschen von der Amnesia-Steuerung so ein bisschen hier gerade in... im Gebiet. Mit dieser Kamera ist es ein bisschen wie mit einem Witz. Je öfter man ihn auf die gleiche Art erzählt, desto mehr nutzt er sich ab. Man muss variieren, damit es nicht langweilig wird. Kann ja auch von vorne filmen. Ich hoffe, der greift uns jetzt nicht an. Oh Gott, hilf mir fürchterlich. Alter, lass das. Hör auf damit. Okay, wir haben ein bisschen was aufgenommen. Mit der Kamera. So, ich schau mal eben. Die Schweine. Die Schweine. Bande. Leiche durchsuchen. Der hat nichts dabei. Wir sind hier irgendwie im Labor von Amnesia. Sieht zumindest danach aus. Oder Amnesia. Kann ich mich ducken? Ja. Oh, cool. Wo sind wir denn hier? Ich hab geträumt, dass du wer ganz anderes bist, Mr. B. Wer weiß, was du geträumt hast. Kann ich nicht? Achso. Die Manipulator. Hä? Denk dran, Junge. Ohne Einsatz der Forschungskamera kommen wir nicht an Gracie ran. Und das heißt, wir sitzen hier fest. Film einen von diesen Riesenaffen und dann bearbeite ihn. Ja, der Ruhe. Yeah! Ich wollte eigentlich das Tonband nochmal gehört haben. Die manipulatorischen Fähigkeiten dieser Lämm sind schon fast unheimlich. Sie hält den Reifen hin und diese armen Teufel überschlagen sich fast, um durchzuspringen. Sie benutzen die Mädchen von der Oberfläche und von Lambs Anhängern eine Substanz.
Schmutz zusammen. Mehr als Blut. Irgendwas im Blut. Und die geben sich hin, als wäre es eine Ehre zu sterben. Sie täten mir fast leid, wenn sie nicht meine Tochter verschleppt hätten. Cindy, du wirst da nicht mitmachen. Okay, der gehört jetzt zu uns. Wie heile ich mich nochmal? Oh Gott. Okay. So, Verbandskasten, Kaffee trinken, E-Spritze haben wir genug. Ich würde gerne mal den Big Daddy angreifen, weil wir sollen ihn ja angreifen. Ob das noch eine gute Idee war? Wieso habe ich die Kamera ausgewählt? Ich bin so schlau. Verbandskasten? Verbandskasten? Oh Gott, Minigun, komm, hier. Wo ist er denn? Big Daddy! Anti-Person-Kugel, panzerbrechend. Alter, oh Gott, nein, ich bin tot. Ich bin so gut wie tot. Was? Er ist noch nicht tot und wir haben... oh Gott, fürchterlich. Was? Nein! Der war fast down! Der war fast down! Du bist gestorben. Du wirst in einem Vita-Chamber wiederbelebt, ja. Der war doch fast down. Gibt's doch gar nicht. Okay, wir haben keinen Verbandskasten. Ja. Oh, guck mal. Der Little Sister schwamm da rum. Der Big Daddy müsste ja noch oben sein eigentlich. Der müsste theoretischerweise... Natürlich. Aha. Da kriegen wir zwei Verbandskästen. Hallo. Yay. So, erstmal adoptieren. So. Dann schauen wir mal, wo kommen wir denn jetzt hin? Da ist einer von diesen Giganten. Ach, der. Wirf die Kamera an, filme ihn und dann deck ihn ordentlich ein. Ach so, ich dachte, wir müssen... Oh Gott, jetzt habe ich es umsonst gemacht. Egal. Jetzt bist du dran. Boah, was ist er denn für einer? Oh Gott, Hilfe. Uah, nein. Wo ist er denn? Haben wir noch ein anderes Plasmid? Nee. Nein, hallo. Alter, was sind das denn für Gegner? Oh Gott, Hilfe. Um Gottes Willen. Hier war irgendwo eine Kamera. Da ist eine Kamera. So, ich zerstöre die mal. Ah, hier wären Explosivfässer gewesen. Die hätte man natürlich nutzen können. Oh. Was haben wir hier Schönes? Hier, Vater. Du entwickelst dich schnell, aber dein Herz wird schwächer. Ich kann dich am Leben erhalten, aber dazu musst du mich finden. Hypnotisieren Sie Ihre Gegner. Viel Spaß, wenn Sie sich gegenseitig bekämpfen. Geil. Hypnotisieren, das ist ja cool. Das muss ich mal ausprobieren. Das heißt, wir können hier also Gegner quasi aufeinander hetzen. Das ist natürlich sehr nice. Oh, Glühwürmchen.
auch du eine neue Strategie. Tier! Das kann... Oh, Scheiße! Gut! Schwachkopf! Was eine Show! Cool! Habe ich jetzt mal voll genossen, muss ich sagen. Okay, Nieten haben wir genug. Kann ich die Nietenpistole mal nehmen? Danke. So. Ein Geschenk. Ah, ja. Muss mal alles mit. Mal gucken, wo wir... Ach, hier kommen wir wieder hier hin. Okay. So. Aber das ist cool. Da können wir Gegner auf unsere Seite bringen und dann können die mit uns mitkämpfen. Das ist natürlich mega. Hier können wir niemanden anrufen. Hätte ja sein können. Aber das ärgert mich, dass das Amnesia auf einmal abgeschmiert ist, so urplötzlich. Nur wegen so einer dämlichen... jetzt sag mal, ich muss da lang. Was? Wo kommen die immer alle her? Hallo mein Freund, du lässt mich in Ruhe, ne? Danke. Solange man ihm nichts tut, glaube ich, lassen die einen auch in Ruhe. So, was haben wir hier? Hier brennt ein Big Daddy. Wie gerne würde ich dieses Material veröffentlichen. Das würde Geld bringen. Mhm. Sinclair sagt, Ryan geht gegen Sophia Lamb vor und ich soll dabei mitmischen. Sie bauen was auf, dass Lamb insgeheim eine Kommunistin ist. So eine Art Undercover-Agentin. Ich mache mich an diesen Wales ran. Der arbeitet für die Lamb. Ich tue so, als wollte ich beitreten. Dann werden wir ja sehen, ob er sich seinen Bart wegen Jesus stehen lässt oder wegen Karl Marx. Was war es denn für eine Aktion? Aber wir sind noch nicht fertig! Natürlich ist das Feuer echt. Alter, hör auf damit. Du wagst es, Hand an mich. Wie die schreit. Die liegt schon, keine Ahnung, 5 Minuten auf dem Boden und schreit immer noch. Ein bisschen durch sind die auch, ne? So. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Live Show an alle neuen Zuschauer. Jeden Freitag und Samstag 20 Uhr. Was sind die? Was war das denn? Hä? Alter! Hör auf damit! Hör auf damit! Aua, ich hab dich. Ich hab dich doch ich hab dich doch beworfen? Okay. Ich gehe einfach mal weiter. Ich habe eh keinen Verbandskasten. Bleib bloß da. La la la. Hoffentlich fällt die uns nicht im Rücken. Das kleine Vögelchen gehört jetzt hier, meine. Höre die. Gib mir das Kind. Ich gebe dir das Kind bestimmt nicht. Du bist verwundet und sagst, ja toll, Verbandskasten. Ich guck mal, kann ich hier was... Ich versuche mal zu hacken. Die Kleine gehört mir. So, warte mal, Verbandskasten. Kommen wir mal ein bisschen. So. Kann ich... Boah, Alter, hör auf! Das gibt's doch nicht. Was ist denn mit dem nicht in Ordnung? Hallo? Ich glaube, ich habe definitiv die falsche Waffe. Für den Dicken da. Brennen. Komm mal hier in die Kamera, komm. Kann die Kamera nicht irgendwelche Gegner rufen? Oder irgendwelche Kollegen für dich? Das gibt's doch nicht. Ach, du hast vergessen, zuerst die Kamera zu starten.
Denk dran, ach so, wenn du eine Leiche erforscht, springt nicht halb so viel für dich raus. Ja, ist doch gut. Dann gucke ich halt hier mit der Kamera jetzt mal drauf. So, untersuchen. Kamera. Brutsplicer, Forschungsbonus, neue Fähigkeit, Bohrsprengung. Vernichte deine Gegner mit diesem verheerenden Sprenggrill. Jawohl. Sprenggrill vor allen Dingen. Sieh einer an, Junge. Du bist ja ein richtiger Profifilmer. Na klar. Und mir scheint, du hast dir von dem Riesenbaby einen neuen Trick abgeguckt. Na klar. Geh jetzt wieder zum Sinclair Deluxe und bahn dir einen Weg durch den Schutt. Sinclair Deluxe, drücke Kreis, wenn du R2 gedrückt hältst, um einen Bohrspringer auszuführen. Achso, okay. Okay, wir müssen... Hier ist deine Markierung. Ciao. So. Hallo, Big Daddy. Zu Grace war Ryans Paradies äußerst unfreundlich. Sie sprach sich in ihren Songs gegen ihn aus und er setzte sie auf die schwarze Liste. Es hat sie ruiniert. Aber in der Familie hat sie Hoffnung gefunden, einen Grund, neuen Atem zu schöpfen. Frage dich, Delta. Hast du es verdient, ihr das zu nehmen? Schmeiß deinen Bohrer an und räum den Schrott weg, der dir den Weg blockiert. Hab ich das schon. Also, Gracie war in der obersten Etage. Geh rauf und überrede sie, dass sie dir den Hauptschlüssel gibt. Vielleicht ein bisschen Adam sammeln, ist vielleicht eine gute Idee. Brüder und Schwestern, das Monster hat uns ein weiteres unserer Babys geraubt. Dieser Blechte, die ist leer wie eine Gefängniszelle, die einen Insassen braucht. Und er wird die Kleine nicht freiwillig gehen lassen. Jagt ihn! Natürlich werde ich sie nicht freiwillig gehen lassen. Könnt ihr mal herkommen. Lass sie bloß in Ruhe, die Kleine. Dein neuer Daddy. Ich geb dir gleich neuer Daddy. Tritt die gleich im Arsch. Oh nein, es kommt auch noch so ein Dicker oder was? Ach, hör auf! Das ist ja jetzt ein Scherz, oder? Das glaube ich jetzt gar nicht. Das ist jetzt echt ein Scherz, ne, oder? Ach Mann, wechsel doch die Waffe. Fertig, Daddy? Ja. Dann komm her. Nein, ich bin nicht böse. Ich muss nur weg hier. Hat er mich gerade Arschloch? Hat er mich gerade echt Arschloch genannt und ich soll mein Maul halten? Ich moderiere hier gerade. Halt die Fresse. Ich glaube, er hackt bei dir, oder? Kann das sein? So, geh einfach mal sterben. Was hältst du davon? So, ciao. Da gibt's ja gar nicht. Das ist hier im Let's Play. Was hat dich denn geritten? Meine Güte. So. Wie unheimlich. Hallo? Ich bin sündhaft teuren Friseurin, aber siehst du nicht? Sie bückt sich und riskiert einen Blick. Ein Autogramm. Ein Autogramm. Voll die Groupies, yay! Na, wir wollen nochmal, wer hat noch nicht? So. So. Safe hacken, machen wir mal. Nein, fuck. Ach, das gibt's doch nicht. Na endlich.
So. Eieieiei. So. Der Kinderräuber ist im Hotel, Brüder und Schwestern. Er will mich holen, damit er an Eleanor herankommt. Blechdaddies kennen keine Schuld. Blechdaddies fühlen keinen Schmerz. Aber wir sind die Familie. Und wir können ihn lehren, Schmerz zu empfinden. Die ist... Huch. Die ist voll fertig, die Alte. Ich kann dich ja auch mal lehren, Schmerz zu empfinden. Komm einfach mal her, dann zeige ich dir, was Schmerz ist. Okay, wir haben ein bisschen was getrunken gehabt. Okay, hier war ich definitiv nicht mehr gewesen, wie ich Bioshock 2 gespielt habe. Also das ist für mich auch relativ neu hier alles. Hallo. Wo will er hin?